Wohin fliegen wir? Wir fliegen jetzt von Barcelona nach Malaga, wo wir heute Abend um 19 Uhr Konzert haben. Und dann geht es morgen los Zug nach Madrid wieder. Und dann wieder mit dem Zug nach Barcelona. Und von Barcelona fliegen wir wieder nach Berlin. Und dann mit dem ICE nach Leipzig. Das wäre schön. Ich bin so fertig. Was macht Sascha da? Sascha schneidet gerade noch ein Vlog für uns. Sascha, guck mal. Ein Vlog-Zwerg. Wo sind wir? Im Flugzeug. In einem engen Flugzeug. Und so richtig sicher ist es noch nicht, aber hoffentlich sind wir gerade in Malaga gelandet. Hier in Malaga heute für Sie, Ben. Also nochmal. Was habe ich gesagt vorhin? Du hast vor allem gegessen. Du hast gegessen. Ah ja, ganz genau. Wir sind jetzt in Downtown Malaga und essen was. Hatten gerade ein Konzert. War sehr schön. War sehr schön. Und wir kriegen jetzt Wein. Ich wurde von Engländern angequatscht. Bla 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 bla. Irgendwann kommt noch eine Geschichte. Aber jetzt essen wir. Tschüss. Im Weg zur Metro, mitten in... Verdammt. Heute ist Donnerstag, aber ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Malaga. Malaga. Wir sind gerade in Malaga. Und wir wollen dann mit dem Zug nach Madrid fahren. Und gleich fällt Sascha unglaublich fies auf die Gusche. Wir sitzen hier mit der großartigen Claudia Remus, die uns die gesamte Reise schon begleitet. Ihr werdet sie vielleicht schon gesehen haben. Claudia, warum verfolgst du uns eigentlich? Ja, einmal, weil es Spaß macht. Ich gerne auf eure Konzerte gehe, die übrigens ganz wunderbar waren in La Granja, in Valencia, in Bilbao und gestern in Malaga. Und jetzt kommen ja noch zwei absolute Highlights, und zwar heute in Madrid ein Konzert sogar mit Orgel und morgen in Barcelona auch. Sehr schön. Und wie kommt das, dass du so genau über unsere Konzerte Bescheid weißt? Ja, ich habe euch eingeladen. Also ihr habt mich letztes Jahr angeschrieben und das war eine tolle Idee, fand ich. Und da dachte ich mir, wir brauchen für die Fundación Goethe unbedingt ein tolles Weihnachtskonzert mit dem Ensemble Nobilis. Und dieses Jahr hat es geklappt. Okay, die Fundación Goethe, was ist denn die Aufgabe der Fundación Goethe? Die Fundación Goethe ist die Kulturstiftung der deutsch-spanischen Wirtschaft, die sich vor 16 Jahren in Madrid gegründet hat. Aus dem Grund, weil die Kulturmittel für die Goethe-Institute zusammengestrichen wurden und die Wirtschaft gebeten wurde, dort Hilfe zu leisten. Daraus hat sich eine eigene Fundación, eine eigene Stiftung gebildet, die jetzt sich rein kulturellen Aufgaben widmet, wie zum Beispiel Konzerten, Ausstellungen, speziellen Veranstaltungen, Frühführungen, zum Beispiel im Prado. Das war Claudia Remus von der Fundación Goethe. Thank you.
Das nimmst du bitte raus. Natürlich. Wie dem, das ist da drin.